Und herzlich willkommen wieder zu Mafia 2. Weiter geht's im Kapitel 14. Wir sind bald durch. Weg in den Himmel. Los geht's. So, Telefon. Das... Wo steht's nochmal? Hier, genau. Bin gespannt, ob wir nochmal eine neue Bude kriegen, aber ich glaube jetzt schon am Schluss. Naja. Vielleicht ganz zum Schluss irgendwie. Du hast mich aufgeweckt. Dann komm in die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung, aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja, ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an, schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ja, eine Knarre brauchen wir auf jeden Fall, das ist klar. Von genialen Ideen, Joe. Echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Klar, wieso nicht? Na sicher. Wann kannst du hier sein? Ich rufe vom Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich. Sehr gut. Treffen wir Joe in... vor deiner Wohnung. So, was ziehen wir sich an? Ah, da, sowas ist cool. Ja, das wieder, der gefällt mir irgendwie. So. Starten wir los. Da vorne steht er eh schon, oder? Ah, perfekt. Was ist denn das für ein Schlitten? Eddie hat ihn uns für diesen Job gegeben. Okay. Gut, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren fahr sowieso nur ich. Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Mhm. Na, perfekt. Los geht's. Ja, auch hier mein neues Mikro. Ich hoffe, das passt soweit. Mit dem Ton. Ich hab's mal probiert, so halbwegs soll's passen. Wir fahren dahin, knallen den Typen ab und fahren weiter. Ist ein Kinderspiel. Warum? Es Boah. Handelt sich um einen Gefallen für eine Familie aus einer anderen Stadt. Eddie hat mir diesen Durchschlag mit Scheiße, da muss man. Gesagt, es muss sauber ablaufen. Doch heute das für Fahrverhalten? Macht das die andere Familie nicht selbst? Eddie sagte, sie haben lang gebraucht, um den Mann zu finden. Jetzt haben sie Angst, dass er wieder untertaucht, wenn es nicht gleich erledigt wird. Hier, ist ein Foto von ihm. Was hat er angestellt? Er hat seine Familie beim FBI verpfiffen. Dann hat er es nicht anders verdient. Moment mal, wenn er mit dem FBI kooperiert hat, steht er vielleicht immer noch unter Polizeischutz. Ist doch egal, wir kriegen ein paar Riesen für den Job. Also ist es das Risiko wert. Wie du meinst. Hey, wir brauchen im Moment jeden Penny, den wir kriegen können. Nach diesem Job sucht jeder von uns sich was anderes. Okay. Da steht, wir sollen ihm eine Nachricht übermitteln, bevor wir ihn munter machen. Hier. Hier ist er. Okay, ich hab's. Und hey, kein Wort über gestern zu Eddie. Wir waren nie dort. Das letzte Schlitzauge, mit dem wir zu tun haben, hat gebratenen Reis geliefert. Kapiert? Ist doch klar. Hast du mich für bekloppt? Darüber beraten die Geschworenen noch. Wollte nur sicher gehen, dass du keinen Schnitzer machst. So, einmal wieder mal über die Brücke. Ah, nur ein Zweisitzer, okay. Boah, fast 120 Meilen hier, sensationell. Sollten wir bald einmal da sein, oder? Aber gehen tut er nicht schlecht, der Schlitten. Coole Karre. Stand-Tunen. Stand-Tunen wäre sicher auch nicht so verkehrt. Gut, dann kann's ja losgehen. Jo. Sollen wir gleich auf Tastatur wieder wechseln zum... Eieiei. Aber mal, was hier passiert. Da kommen wir her mit der kaputten Karre. Mr. Angelo?
Ja? Mr. Salieri bestellt schöne Grüße. Oh. Beim Blumengießen umgenietet, auch nicht schlecht. Ja gut, wir wissen ja nicht, um was geht genau. Also ich zumindest. Ach du Scheiße. Boah. Jetzt habe ich die Abfahrt verpasst. Boah, und das mit dem Auto jetzt. Ich hoffe, vielleicht haben wir noch ein Glück. Boah. Das sieht Eddie ähnlich, um wichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln. Mach mal. Na Gott sei Dank. Gott sei Dank. Huch, das war jetzt aber knapp. Scheiße, das war knapp. Okay, bring mich nach Kingston. Da steht ein Wagen von mir. Das Geld? Das gibt's ja nicht. Jetzt wieder das scheiß Auto wechseln, oder wie? Na sicher, dann erkennen uns die wieder. Gut, fahren wir und dann steigen wir gleich aus. Beziehungsweise, wo müssen wir hinfahren? Wie weit ist denn das? Wo müssen wir hin? Freunde, wo müssen wir hin? An oder nach hinten? Na, vielleicht schaffen wir das bis da hinten. Ja, jetzt sind wir wieder erkannt worden. Sie sollen mal da was machen. Kann man das Auto umlackieren? Ich glaube, so irgendwie konnte das, glaube ich, funktionieren, oder? Was soll's denn sein, Sir? Ja, will ich ja eh reparieren lassen. Wagen reparieren. Perfekt. So. Nö, brauchen wir nicht. Kennzeichen brauchen wir auch nicht. Lackierung vom Wagen. Was kostet das? 2? Ja. So. Neue Farbe. Rosa wird uns sicher keiner vermuten. Ah, so ein geiles Rot oder doch Schwarz? Oh, das ist kein Schwarz. Ja, nehmen wir Rot, scheiß drauf. Einfaches Tuning. Zack. Und jawoll. Danke, Vito. Perfekt. Jetzt haben wir das gleich auch getunt, das Wagerl hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der abgeht. Ich hoffe, das funktioniert. Noch immer wanted, oder was? Geschlechtig, das gibt's ja nicht. Natürlich mal den Wagen testen vorher. Ah, boah. Fast gleich wieder geschrottet. Oh, steht der Polizei oder links? Shit. Ah, aber nicht gesucht jetzt. Stuff and Shop. Ein MG-Shop? Geil. Egal, wir kommen eigentlich mit dem immer ganz gut aus, was wir so haben. Oh! Puh. Da müssen wir hin. Packen wir uns gleich mal daher. Okay. Okay, viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Komm zu mir nach Hause, wenn du es hast. Okay, bis später. Alles klar. Sagt die Zeit eigentlich 10 Minuten. Perfekt. Fahr zu Derek, wo der Kunde dich Arbeit für dich hat. Nein, bis nach unten. Das ist aber jetzt ein Scherz, oder? Oh, bitte. Jetzt wollen sie das noch einmal zum Schluss hier extremst in die Länge ziehen anscheinend. Noch einmal komplett quer über die Karte. So, Versuch.
komm mal rüber. Ohne Schaden. Sind wir da im richtigen Weg? Oh, nein, 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 nein. Ach so, da geht's dann gerade. Ja, okay. Ja, okay, das nehmen wir. Oh, da macht die Tür auf. Ah, okay. Das Eckerl erwischt. Ah, die Passage kennen wir da eh. Ah, nein, das ist der Tunnel. Okay. Das ist ja schon wieder wanted. Hat das nicht geklappt mit dem Wagen? Ich glaube, da kann man umlackieren und dann geht das. Oder bin ich generell gesucht? Das kann natürlich auch sein. Oh, 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 oh. Ah, scheiß drauf. Jetzt schießt er wieder auf mich. Das gibt's ja nicht. Das ist wirklich das Auto? Ja, häng sie ab. Ich weiß eh. Also das Fahrverhalten auch ein bisschen besser. Ja, klar, jetzt haben sie noch gesehen. Ich glaube, da war ich auch noch nie, oder? Obwohl, oh ja, da sind wir glaube ich auch schon gefahren. Einmal. Uah! Da wechselt er einfach die Seite. 120 hier drüber. Müssen wir da runter? Nicht, dass wir runter müssen? Nein. Da bremse ich lieber einmal kurz ab. Oh, und per Zufall müssen wir da runter. Huiuiui. Huiuiui. Da verlieren wir schon die Radkappe. Oh. Da war Stinkel 4 Taxis. Zack. Noch immer wanted, das gibt's ja nicht. Oder, ah, vielleicht um, ja, umziehen sollte ich mich vielleicht auch noch. Stimmt. Das Gewand könnte es noch sein. Ganz vergessen, richtig, richtig. Aber vielleicht geht's jetzt. Aber sehen wir dann eh. Danke, dass du gekommen bist. Ich muss ja, bitte gerne. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemand, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zur Arbeit. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße. Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Da kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Puh, bin ich mal gespannt. Gut, dann gehen wir mal runter. Habe ich noch was anderes mit? Ja, okay. Nehmen wir mal die Pubgun. Wenn es die schon geben, folgen wir mal Derek. So, das, ja, genau, das werden wir jetzt noch machen, glaube ich. Und dann wird es hoffentlich einen Speicherpunkt geben. Mein Auto steht mal da drüben. Okay. Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele ja. Es sind? Könnte passen für den Bart. 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die... Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit. Verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen.
Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, geht mir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Frag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass. Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben kann. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ja, du mich auch. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Zum. Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett weg. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. So, jetzt... Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettranst, wer wir sind. Okay. Jetzt misch mal auf. Ja, kommt, die mischen wir jetzt auch auf. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch raus. Zwar gespeichert, aber das bringen wir jetzt noch. Ja, das werden wir gleich sehen. Kommt da noch Verstärkung? Wo kommen die her? Sollen wir noch mit was für die Entfernung? Nicht wirklich. Da oben steht auch noch einer. So, da drüben ist noch irgendwo einer. Na komm, da können wir ein bisschen näher gehen. Wo ist er? Den haben wir. Na komm, trau dich vor. Down. So, mal für den Nahkampf. Ah, da drüben, genau. So, gehen wir jetzt rein oder rauf? Habe ich Verstärkung? Oder müssen wir da jetzt rein? Okay. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas tun? Ach du Scheiße. Einfach davon spazieren. Du bist am Arsch. Fuck, Deckung. Und tot. Gut, der Versuch ging immer daneben. Die
Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst. So, einmal probieren wir es noch. Okay. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn. Geben wir Deckung. Jetzt geht er schon ein bisschen schneller. Oder so mal rein und direkt mit der Pumpgun. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Zur Entfernung. Mal schauen, ob die Pistole... Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Genau, so. Muni. Ah, haben wir eh, okay. So, wo ist der? Sehr gut. Noch immer wanted. Ja, ich muss mich erst umziehen auch noch. Aber das ist immer mein kleineres Problem, glaube ich. So, meine Verstärkung kommt nicht mit, oder wie? Hallo? Ich glaube, da bleibt er stehen. Da muss ich jetzt alleine rein, oder wie? So, wir werden auch gleich mal eine Brandding rein. So, wo können wir uns theoretisch nach oben? Ah, da geht's zu. Na, ganz super. Na, da kommt Freude auf. Wir bleiben alle ganz hinten stehen. Den haben wir mal. So, auftanken lassen ein bisschen. Ganz hinten haben wir noch am meisten Chancen. Den haben wir, Gott sei Dank. Ja, scheiße, genau, jetzt müssen wir nachladen. Die Sau. Wo ist der jetzt? Hier rüber. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Ich muss da irgendwo rauf, haben wir gesagt. Du weißt, was mit dir passiert, wenn das rauskommt. Wir schmeißen da noch. Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Wo ist er? Kannst du da was so mitnehmen? Nö. So jetzt. Die Sau. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Boah. Jetzt suche ich Dereks Büro. Kann man da außen rüber? Nein, das ist... Fuck. Gut, können wir wieder... Verdiene 27,5 für Bruno. So, gehen wir mal ins Büro noch schnell rein. Ich hoffe, dann speichert er jetzt demnächst. Dann können wir mal abbrechen. Was haben wir...
Was hat gesagt? Die Zeit? Ah, 24. Naja, okay. Wow. Geld. Ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Geil. Cool. Weiter geht's im nächsten Part. Wir haben jetzt einmal abgespeichert. Es ist noch nicht so, wie lang es noch geht, aber ein bisschen wird schon noch gehen für den nächsten Part auf jeden Fall. Und ja, danke mal wieder fürs Zuschauen und jetzt wird es wohl wirklich bald am Ende sein, das Ganze. Ja, gesucht werden wir auch noch. Verdammt, da müssen wir irgendwo noch einen Klamottenladen finden oder was. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Danke und ciao, ciao.